Nach der Niederlage der Österreicher marschieren die Franzosen unaufhaltsam durch Belgien. Die Armee von Ferdinand von Linz zieht sich in die Festung von Lüttich zurück und wartet auf die Hilfe Preußens. General de Dreux beginnt die Lagerung und Belagerung von Fort Liège am 26.04.1795. Er muss sich beeilen, denn in weniger als 40 Minuten wird die preußische Hilfe den Österreichern zu Hilfe kommen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Napoleon Total War mit mir, dem Gaius Julius Caesar, und mit Game Allianz. Grüß dich, Game Allianz. Hallo. So, du spielst hier wieder die Österreicher, ich wieder die Franzosen. Wir haben ja gerade schon das Szenario gehört. Und du hast halt wirklich einen starken Geländevorteil. Das ist echt hart. Also ich weiß nicht. Das mag sein, aber dafür hast du die bessere Armee. Aber ich weiß nicht, was ich mit meiner Artillerie machen soll, um ehrlich zu sein. Du könntest mich beschießen. Ja, aber doch nicht von unten nach oben so gut. Die Hügel sind mir im Weg. Das ist das Problem. Stimmt. Das ist natürlich blöd. Das ist richtig blöd. Ich kann dir halt auch nichts sagen, weil ich sonst jegliche Taktiken verraten würde. Ja, ist ja in Ordnung. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, ich habe die Artillerie so ein bisschen umsonst mitgenommen. Verdammt, ich habe viel zu wenig Infanterie, um die Mauern zu verteidigen. Aber dafür habe ich was anderes Mächtiges. Ja, da bin ich ja dann mal gespannt. Husaren! Das ist rein gegen... Das Terrain ist ja echt bescheiden. Für meine Kanonen. Ich schieß doch meine eigenen Leute ab, wenn ich die hier zum Schießen. Also. Du musst halt genau wissen, wo du das aufstellst und wie. Einen Hügel vor anzugreifen ist nicht so leicht. Wenn ich hier wenigstens einen Hügel hätte, ne? Aber das ist ja hier fast flaches Land, wo ich stehe wenigstens. Ich kann halt leider nicht... Flachland von Namur sind wir jetzt hier in Lüttich. Ja. Grenadiere. Noch ein bisschen bitte vor. Ich sollte die noch auf Defensivmodus setzen. So. Letzte Schlacht hast du ja glorreich gewonnen. Also, ja, naja, knapp gewonnen, laut dem Spiel, aber für mich war es eher eine vernichtende Niederlage. Ja, laut im Spiel, ja. Boah. Ich würde sagen, ich bin bereit. Ich auch gleich, einen Moment. Ich muss kurz an den Einstellungen noch was machen. So. Bereit. Ach, da ist er ja. Da ist er ja. Da geht das Ganze los. Oh, verdammt, meine Kanonen, die treffen nicht mal deine Mauern, glaube ich. Oh, die können gar nicht so hoch schießen, ne? Dafür habe ich was anderes Schönes. Wie deine Infanterie hier so hoch marschiert, als wäre nichts. Ist ja auch nichts. Die wissen nicht, was ihnen entgegenkommt, nämlich Raketen. Ach du Schande. Jetzt gibt's einen kleinen Feuerregen für dich. Bam. Boah, Leute, schaut euch das an. Mitten in unsere Einheiten, aber die stecken das gut weg. Obwohl so gut auch wieder nicht. Nur zu schade, dass ich zwei davon habe. Zwei Batterien. Und weil du Kanonenartillerie gewählt hast, kann die nicht so gut treffen. So. Nächste Welle von Raketen. Das Geile ist halt, die sind so perfekt geeignet, um den Hügel runterzuschießen. Ja, und ich verliere hier meine halbe Armee. Boah, ich habe hier wirklich gerade 13 Männer verloren. Ich habe aber irgendwie so das Gefühl, dass das nichts ausmacht.
Weil meine Vorkanonen, die können nicht so gut benutzt werden. Ich versuche jetzt mal irgendwie trotzdem noch gezielt hier schießen zu können, aber ich glaube kaum, dass das funktioniert. Boah, verdammt, die kommen schon wieder. Das sieht auch immer so geil aus, einfach. Ja. Das ist so ein szenischer Anblick. Nicht für die Franzosen. Nicht für die Franzosen. Nee, die kriegen dieses Armageddon nämlich zu spüren. Hoffentlich schieße ich hier nicht meine eigenen Leute ab. Die da den Berg hochstürmen. Pour la France. Ja, so, jetzt muss ich mal aufpassen, wo die Kanonen hinschießen. Einmal vor. Oh, und es flieht hier ein Pferd schon. Pferde können fliehen? Wusste ich gar nicht. Nee, ich glaube, ich schieße hier meine eigenen Leute ab. Die Kanonen bringen also nichts. Ja, verdammt, ich habe hier voll auf meine eigenen Leute geschossen. Wo ist denn hier ein... Ach, hier ist doch ein Leute. Du hast schon wieder auf deine eigenen Leute geschossen. Ja. Glorreich, nicht wahr? Mhm. Sobald du in Schussreichweite bist, kriegst du eine Abreibung. Mal schauen, ob es jetzt ahistorisch wird oder nicht. Ich liebe Raketen. Ich glaube, das wird sehr ahistorisch. Ich habe hier, glaube ich, keinerlei Chance, das zu gewinnen. Na, sag das mal nicht so leicht. Wenn du es einmal die Mauer hochschaffst, dann bin ich von deiner Infanterie ziemlich... Ja, du hast aber auch einiges an Infanterie. Du hast mehr. Meine Artillerie bringt mir nichts. Ja, du hast jetzt schon voll viel getötet. Oh, verdammt, meine Kavallerie wird ja niedergeschossen. Unsere Männer fliehen, Sir! Ja. So viel zu meinen Kavallerie. Ja, deine Männer fliehen richtig. So viel zu meinen Kavallerie. Ach du Schande, 30 Mann hier verloren. Raketenartillerie ist ein bisschen übertrieben, nicht wahr? Oh, da kommen ja schon deine ersten Truppen hoch. Steht halt immer die kleine Gefahr, dass ich noch meine eigenen Männer treffe mit dieser Raketenartillerie, aber ja. Noch ist diese Chance nicht so hoch. Die Chance ist bei mir eher sehr hoch gewesen. Naja, du hast noch Kanonen, also. Ja, aber was bringen mir die Kanonen? Oh, die schießen. War das jetzt meine? Ich weiß auch nicht, was meine Kanonen hier machen. Oh verdammt, nein, das war nicht gewollt. Nein, zurück. Zurück. Alte Garde. Ja, Elitetruppen der Franzosen. Elitetruppen? Sicher? Alte Garde klingt eher nach Miliz. Nein, die alte Garde ist die beste Einheit der Franzosen. Und wahrscheinlich auch noch die beste Einheit im Spiel. Die alte Garde von Napoleon, das war das letzte, was er bei Waterloo in die Schlacht gezogen hat. Seine alte Garde, die erfahrensten Soldaten, die es nur gibt. Ich muss jetzt die Schlachtzüge von dir gut vorausahnen. Ja, ich habe hier, glaube ich, keinerlei Chance. Du schlachtest hier meine Männer nur so ab. Naja, aber ich muss dazu sagen, ich habe auch ein bisschen geübt, Belagerung. Aber eigentlich nur gegen KI, aber also... Unsere Männer fliehen, Sir! Dass du KI untertreffen könntest. Ja, wie gesagt, Belagerung habe ich, glaube ich, noch nie richtig gekonnt. Und jetzt, nachdem ich nicht mal mit meiner Artillerie schießen kann, läuft das überhaupt nicht gut. Ja, jetzt gibt es auch noch ein bisschen was von meiner Kavallerie zu spüren. Oh Gott. Wo ist die denn? Jetzt zahle ich dir die Niederlage von letztes Mal heim. Ja, das sieht wirklich so aus. Ja, Belagerungen in dieser Zeit waren aber auch nicht einfach. So
dann lasse ich meine Raketenartillerie mal auf die Deine schießen. Unsere Männer fliehen, Sir! Oh Mann. Raketenartillerie hat nämlich die höchste Reichweite im Spiel. Irgendwie brauchen auch meine Leute hier ewig, um hochzukommen. Überall. Ja. Und ich habe schon fast alles verloren, was geht. Ja, da habe ich meine Niederlage von letztes Mal wohl eindeutig ausgebessert. Hm, ja. So, raus mit denen. Oh, da regnet es Feuer auf deine Einheiten. Unsere Männer fliehen, Sir! Oh, mein General. Nicht auf meinen General. Ich hatte das einmal, da habe ich einmal mit der Raketenartillerie geschossen und habe sofort den General getötet. Toll, jetzt greifst du natürlich hier unten noch die Leute an. Eieiei. Ja, gut. Das ist aber auch echt hart, gegen so ein starkes Fort zu kämpfen und du hast dann auch noch die Raketen, also wirklich gut gespielt. Gut ausgewählt. Oh! Hier war gerade ein Einschlag bei dir. War das von deiner Rakete? Das kann sein. Oder ja, vielleicht war es auch eine Granate, weil ich habe ja Grenadiere hier. Das kann sein. Stell mal vor, so eine Belagerung in Mountain Blade. Unsere Männer fliehen, Sir! In etwas kleinerem Maße kann es die geben. Gibt ja auch Mountain Blade Napoleonic Wars. Das ist ein DLC, das habe ich schon mal gesehen. Ja. Bam! Oh, jetzt hast du noch mehr Kavallerie, ja toll. Ja. Gut, das war dann mal eine Niederlage, der General hat nichts gekonnt. Er war absolut unfähig. Dröhl wird jetzt gefeuert. Dröhl wird jetzt in den Tod geschickt. Der hat jetzt hier Depesche von ganz oben bekommen. Auf in den Tod. Vom Direktorium oder wer auch immer 1705 in Frankreich herrscht. Wahrscheinlich Robespierre. Könnte es sein? Weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. So, jetzt schieße ich aber hier nochmal ein bisschen auf deine Reiter. Und töte wahrscheinlich keinen Hallo. Einzigen. Doch, einen einzigen habe ich getötet. Vor allem, oh je. Sturm. Bam. Und tot. Wie weit weg die teilweise fliegen. So. Ein letzter Sieg für uns. Oh, jetzt holst du deinen General noch rein. Das Spiel reagiert so langsam irgendwie. Mal schauen, was der Drö wirklich kann. Dann greif mich doch an. Dann ja, würde ich ja gerne. Aber das Einzige, was dich von mir trifft, ist meine Raketenartillerie. Deine ungarischen Reiter sind so langsam gerade. Ja, weil ich sie nicht auf Laufen gestellt habe. Wundert mich echt, dass die Artillerie hier überhaupt nichts trifft. Das war dein Plan. Aha. Du kleiner Schlingel. Ja, aber viele Männer hat es nicht gekostet. Alle Hoffnung ist verloren, Sir. Dieser Kampf ist fast vorbei. Niemals. Angriff. General. Bist du tot? Jetzt komm wenigstens runter und stell dich hier mit der Kavallerie meinem General. Na gut. Oh, meine Artillerie wird hier auch stark beschossen. 11 Mann. Dann darfst du aber deine Kartätschenladung nicht benutzen. 11 Mann gegen 24. Ich glaube, es ist relativ klar, wer hier gewinnt. Auf zu zu Ruhm. Ehre und dem Tod. Und zu einem heroischen Tod wenigstens.
So, Männer, jetzt tötet unseren General. Kartätschen, Feuer frei. Raketen, Feuer frei. Sir, ja. Ihr General wurde getötet. Wahrlich ein schwarzer Tag. Nein, jetzt habe ich nicht meine eigenen Männer hier geschossen. Und nochmal meine Kartätschen. Und nochmal meine Kartätschen. Und nochmal meine Kartätschen. Nein. Ja, ich habe deine Einheit vernichtet. Immerhin eine. Immerhin eine, jawohl. Gut, dass ich noch eine zweite habe. Was ist denn Sperrfeuer, bitte? Nur die ganzen Pferde ohne ihre Reiter. Ah ne, da nicht. Die haben noch Reiter. Wundert mich das... Oh. Ah ne, doch. Eine Kanone von dir habe ich schon erledigt. Mit der Raketenartillerie. Jetzt die zweite. Ja. Irgendwie kann ich meine Kartätschen nicht mehr ausschalten. Weiß nicht, woran das liegt. Kannst du eigentlich auch dich ergeben oder so? Dein General ist eh tot, also... Ich weiß es nicht. Der greift doch mit deiner Kavallerie einfach meine Artillerie an und dann ist das Spiel vorbei. Da kannst du durchrennen. Rennt. Lauft. Für die Habsburger. Los, Kartätschen, für Frankreich. Schießt, los. Bevor sie kommen. Schießt. Oh Gott, das wird knapp. Den Hügel perfekt ausgenutzt. Schießt, 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 schießt. Los. Ein Schuss los geht. Los auf den Hügel. Ein Schuss geht. Wow. Oh, jawohl. Der Schuss war nochmal schön. Drei Reiter noch erledigt. So, jetzt schieße ich auf meine eigenen Kanonen mit meinen Kanonen. Geht das überhaupt? Kann ich das ausrichten? Ich werde gleich von meiner eigenen Artillerie zerstört. Und das war's für uns. Hilfe. Unsere Männer fliehen, Sir! Ja, das war's dann wohl für die Franzosen. Hier unser heroischer Tod von Gaius Julius Caesar steht hier. Entscheidender Sieg. Entscheidende Niederlage. Ja, das war natürlich echt... Ja, wie gesagt, ich habe irgendwie, glaube ich, noch nie Belagerungen gemacht. Ja, dann hast du jetzt vielleicht was gelernt. Mhm. Naja, ich hatte jetzt auch wirklich... Ich schlag vielleicht nächstes Mal eine Bresche in die Mauer. Ja, mit was denn? Mit den Kanonen. Das ging doch nicht mal. Was denkst du, habe ich denn versucht? In dem Fall ging es nicht, das stimmt. Aber ich werde wahrscheinlich bei der nächsten Belagerung nicht dasselbe nehmen. Das war selbstverständlich die Taktik. Mit den Artillerie in die Mauer eine Bresche schießen. Selbstverständlich wollte ich das. Vielleicht nimmst du nächstes Mal auch Raketen. Ich weiß gar nicht, ob die Franzosen Raketen haben. Muss ich mal schauen. So, sollten sie haben, hat eigentlich jede Armee. Wir haben 999 aufgestellt, 868 glorreich verloren. Und wir haben dir nur 149, oder wahrscheinlich hast du dir selbst 149 gekostet mit den Raketen. Nee, ich hab mir selbst so an die 60 Verluste gekostet mit der der Artillerie. Vielleicht sind noch ein paar von der Mauer gefallen, aber... Stimmt, 88 habe ich nur getötet. Naja. Du hast ungefähr die Hälfte deiner Leute getötet, die starben. Das heißt, du darfst dann nächstes Mal entweder gegen die preußische Armee bestehen oder gegen was ganz anderes. Dann kommt vielleicht die letzte Schlacht dieses Krieges von 1795. Mal schauen, wie das ausgehen wird. Ja, darauf könnt ihr euch dann schon freuen. Da bin ich selbst dann auch mal gespannt. Ich hoffe, euch Zuschauer hat es wieder Spaß gemacht und ihr fandet es interessant, auch mal so eine glorreiche Niederlage zu sehen. Und einen Sieg der Österreicher. Genau, und dann, wie Game Allianz schon sagte, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, euer Gaius Julius Caesar und euer Game Allianz 24.